Meine Freunde, es gibt wieder Beefy Miefy auf YouTube. Ich muss erstmal kurz gucken, wo wir hier gerade sind. Jetzt gerade sind wir auf Twitch, folgt mir auf jeden Fall, Link in der Beschreibung. KuchenTV zerstört mich und KuchenTalks meine Antwort. Ich habe ja, also Oxcut hat ja ein Video über meines Blogger hochgeladen, wo er komplett weirde Sachen gedroppt hat und er hat jetzt ein 26-minütiges Antwortvideo gemacht. Und das da sind das KuchenTalks, welches KuchenTV über mich gemacht hat. Da hat er einige Sachen aus dem Kontext gerissen, bewusst falsch verstanden und dann noch zusätzlich einen Chat von mir veröffentlicht, welches ich mit ihm geführt habe, ohne meine Erlaubnis. Aber darauf werde ich auch eingehen und euch mal zeigen, was sich wirklich dahinter verbirgt. Bevor es anfängt, KuchenTV-Fans, das ist mein deutscher Pass, bitte hört mir also zu. Ach Gott, was für ein Vollidiot, Alter. Wenn ich über das Thema rede und judge nicht sofort, nur weil ich schwarze Haare habe und ein Bart. Aber bevor wir mit KuchenTVs Video anfangen... Boah, Digga, ist ja was, ja, alle meine Zuschauer einfach mal als Rassisten geframed. Fange ich mal mit meinem Video an. Was hat für es ein mit Vollidiot, diesem Video ey. Auf sich gehabt? Ich erkläre euch das ganz einfach. Ich bin auf einer Weltreise. Und auf meiner Weltreise habe ich eines gecheckt. Ich habe keinen Bock, mich mit Negativität zu beschäftigen. Und in diesem Video wollte ich eben einfach nur meine subjektive Meinung zum Thema Meinungsblogger einfach rausposaunen. Zusätzlich kam es auch hinzu, dass ich versucht habe, möglichst wenig Namen zu droppen. Aber im Endeffekt habe ich es getan, und zwar KuchenTV. Und er hat darauf reagiert. Er hat meinen Namen doch gar nicht genannt, oder? Eigentlich klar. Weil wenn man Videos über ihn macht, reagiert er meistens drauf. In diesem Sinne, hi Tim, was geht? Ich glaube, andere, nicht Alpha Kevin, auch drauf reagiert. Ich weiß gar nicht. Also ich habe ja mit so den Standard meines Bloggern geredet. Die haben das Video auf jeden Fall alle gesehen. KuchenTV hat entweder das Video komplett falsch verstanden oder bewusst falsch verstanden. Um darzustellen, was... Hat er nicht am Anfang gesagt, dass ich das bewusst falsch verstanden habe? Jetzt heißt es, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Ein dummer Typ ich bin, wie es bei allen anderen YouTubern auch tut, wenn er ein Video über sie macht. Alle sind dumm, außer Tim. Er ist die Intelligenzbestie. Schauen wir uns das Video ist mal ja Stück für so. Stück an. Ich kann schon mal vorwegnehmen, das Video ist komplette Rotze. Der fängt das Video damit an, das Video ist komplette Rotze. Einfach die Meinung rausposaunen, die Leute schon mal voreinstimmen, wie sie zu reagieren haben. Digga, das hast du doch am Anfang auch gemacht. Das gleiche hast du am Anfang gerade auch gemacht, direkt mit negativem Framing und so weiter. Hast direkt gesagt, ich habe bewusst alles aus dem Zusammenhang geschnitten, hä? Und zwar, dass man mich nicht ernst nimmt. Typische Taktik von einem KuchenTV. Das nennt man auch die Bild-Taktik. Schön im Titel schon mal eine Bewertung reinschreiben. Ja, und das Video war auch komplett Rotze. Schön auf eine negative Stimmung kommen, statt sich selber ein Bild darüber zu machen. Es werden einfach irgendwelche Vorwürfe gemacht, es wird nichts konkretisiert und es wirkt einfach so, als ob er selber einfach irgendwie unglücklich ist, dass bei ihm Meinungsblogs... War meine Kamera so unscharf oder hat er das einfach in schlechter Qualität? Nicht ganz so gut angekommen sind. Und das ist meiner Meinung nach typisch KuchenTV. Sobald es wieder bei ihm läuft, wird er irgendwie überheblich. Das ist mir generell sehr oft aufgefallen, wenn er mal Skandale hatte und ihn die Leute gehatet haben, der viel weniger Klicks gemacht hat. Da war er, finde ich, viel sympathischer. Und jetzt hat er wieder seine Art entwickelt, weil es bei ihm wieder läuft, dass man einfach merkt, dass er einen gewissen Hochmut entwickelt hat und immer wieder darüber redet, dass bei anderen nicht läuft. Ich habe in dem... Bruder, das hat nichts damit zu tun, ob bei mir läuft oder nicht. So, du machst ein Video über alle Meinungsblogger, nachdem du selber diesen Content gemacht hast, bist damit überhaupt nicht erfolgreich geworden und machst ein Video über unsere gesamte Szene, wo du uns einfach übel schlecht dastehen lässt, wo du sagst, dass wir das alle nur für Klicks machen und so weiter. Du hast ja auch keine Names gedroppt, deswegen fühlt sich natürlich grundsätzlich erstmal jeder in der Bubble angesprochen, logischerweise. So, also, Digga, das ist so eine dämliche Aussage. Das hat nichts mit Hochmut oder sonst irgendwas zu tun. Das sind aber einfach die Fakten, dass du damit nicht erfolgreich geworden bist. Und es wirkt so, als ob du dann jetzt quasi so ein Video gemacht hast, so, ja, ihr seid alle doof. Video sogar erklärt, warum es bei mir nicht läuft. Das ist auch ein Problem im Übrigen, dass ich nie konstant durchziehen konnte, weil ich mich nicht aufraffen konnte, solche Themen zu behandeln immer wieder. Und warum ich auch nicht unbedingt traurig darüber bin. Und schon lange nicht mehr so glücklich war in meinem Leben wie jetzt. Ich fühle mich einfach, seitdem ich mich mit der YouTube-Szene einfach nicht mehr beschäftige, so viel besser. Meine mentale okay, Gesundheit, warte, ich muss dir hier nicht kurz mal in meinem Leben wie jetzt. Fühle mich einfach, seitdem ich mich mit der YouTube-Szene einfach nicht mehr beschäftige, so viel besser. Meine mentale Gesundheit ist so viel besser geworden. Aber das zeigt er natürlich nicht. Warum sollte ich das zeigen? Das hat nichts mit irgendeiner Aussage zu tun, die ich reingeschnitten habe, hä? Keine Aussage in dem Video wird anders, weil du das gesagt hast. Bruder, es geht immer noch darum, dass du alle Meinungsblogger über einen Kamm scherst. Ich glaube, er hat nicht verstanden, worum mein Video handelt. Und will mich als verbitterten Trottel zeigen. Das ist aber nicht so. Ich sag's im Video. Warum zeigst du es nicht? Ich habe mal international ein bisschen auf YouTube geguckt und ich muss sagen, so Meinungsvideos sind ein sehr, sehr kleiner Teil von
anderen Ländern, aber in Deutschland geht das so ab. Erstmal ist der internationale Markt natürlich viel größer. Das bedeutet, da gibt es deutlich mehr YouTuber als im deutschen Raum und Meinungsblogger fallen vielleicht einfach nicht so sehr auf. Ich habe ja nicht gesagt, dass es keine Meinungsblogger in Amerika gibt. Selbstverständlich gibt es auch dort Meinungsblogger. Hör, aber was du nicht reingeschnitten hast, ist, dass ich danach noch Kanäle gezeigt habe, die Millionen von Aufrufen haben, weil auch im amerikanischen Raum sind Meinungsblogs nämlich gefragt. Schon ewig. Aber ich habe gemerkt, dass vermehrt in YouTube Deutschland viel mehr Leute Meinungsblogs machen, zumindest diese öfter erscheinen, öfter vorkommen, öfter Leute darauf reagieren und das einfach viel präsenter ist als in Amerika. Doch Bruder, das ist doch aber auch klar. Guck mal, im internationalen Bereich hast du wie viele YouTuber, keine Ahnung, Hunderttausende. Und im deutschen Raum hast du vielleicht, sagen wir mal, relevante Leute, vielleicht 500 oder so, vielleicht sogar weniger, ne? Also jetzt nicht, also die so, sag ich mal, die so jeder kennt, sag ich jetzt einfach mal. So, und da sind dann 6 oder 7 Meinungsblogger drunter. So, das heißt, theoretisch ist es auch immer noch ein kleiner Teil von den Videos, die hochgeladen werden. Aber klar, so Skandale und so weiter ziehen natürlich Klicks, da reagieren dann vielleicht auch ein paar Leute mehr drauf. So, das ist Content, den wir uns vielleicht auch in Deutschland gerne angucken. Aber das, also trotzdem ist es in Amerika genauso erfolgreich. Er stellt Meinungsblogger halt so dar, als wenn wir einfach nur irgendwelche Leute... So, ich meine, es gibt nicht so viele Meinungsblogger. Er tut so, als wenn jeder Meinungsblogger macht. So, guck mal, nimm mir mal so eine Liste mit allen Meinungsbloggern. Das sind vielleicht so 10 Leute, die eine gute Reichweite haben. So, und keine Ahnung, jetzt so kein Front, aber zum Beispiel im internationalen Raum, also wären wir alle Meinungsblogger, wären wir klicktechnisch gar nicht stark. Und in Deutschland gehören wir logischerweise zu den Stärksten, so. Auch ein Alpha-Kevin, mit den Klicks so international, wäre das halt einer von vielen. Und in Deutschland gehört er zu den größten Meinungsbloggern. Natürlich fällt das dann viel mehr auf. Wenn die anderen nach Belieben fertig machen und einfach rumfronten und es gar keinen Sinn in unseren Videos gibt, obwohl das in vielen Fällen einfach falsch ist. Aber diejenigen, die ich halt meine, sind die Leute, die immer wieder jede Woche mehrfach Videos veröffentlichen. Ja Bruder, aber dann nenn doch Namen, dann sag doch, wen du meinst. So, du machst ein Video, wo du allgemein über alle Meinungsblogger abrantest, niemand weiß, wer gemeint ist und du stellst es allgemeingültig dar. Wenn du nur bestimmte Personen meinst, 2 oder 3 Meinungsblogger, dann nenn die doch. Dann nenn doch diese Leute, damit genau sowas nicht passiert. Müssen. Ey, Digga, das ist doch, Junge, das ist doch, Mann, Alter. Und aufgrund der Mangelware an Skandalen beispielsweise Nonsense-Gossip bringen und darüber einen Meinungsblog machen. Das meine ich damit. Und dass diese kurzfristigen Skandale eigentlich keinen Mehrwert bringen. Und es ist doch auch so. Zum Beispiel hat KurenTV mal ein Video über Cody gemacht, weil Cody ein TikTok darüber gemacht hat, wie Zuschauer von KurenTV aussehen oder wie die sind. Oh Bruder, das ist die Behindertentoilette. Ich weiß. Ich guck doch KurenTV-Videos, Digga. Ach so, ja, okay. Und das war offensichtlich ein Gag von ihm. Oder das Video von Fritz Meinecke, wo er irgendwie auf dem Fahrrad ist und irgendwie eine asiatische Frau nachher. Boah, geht das keine 8 Minuten? Figi, Figi, 5 Euro. Dafür wurde Fritz Meinecke meiner Meinung nach auch komplett zu Recht kritisiert. Klar, man kann sagen... Also bei dem ersten Video verstehe ich das. Logischerweise wollte ich da einfach Cody zurückdissen, so. Gar keine Frage. Da sind aber auch noch 1, 2 andere Sachen vorgefallen, ne? Das Video war lang genug auf jeden Fall, ich weiß es gar nicht mehr. So, aber Bruder, bei dem zweiten habe ich mich gegen Sexismus eingesetzt. Also man kann das von mir aus lustig finden, so wenn es privat euer Humor ist, ist es halt okay, aber du kannst nicht, wenn irgendeine Frau vorbeifährt, auch wenn sie das nicht hört, sagen Ficky Ficky 5 Euro. So, und Fritz Meinecke ist zu dem Zeitpunkt auch mit anderen sehr weirden Aussagen aufgefallen. So, und du willst mir jetzt sagen, dass das Gossip ist, wenn ich mich gegen Sexualisierung von Frauen einsetze? Digga, geht's dir noch gut, Alter? Digga, es ist so bodenlos, es hat eigentlich einen Kuchen Talks verdient, ey. Muss nicht sein, aber Alter, der hat ein komplettes Video über diese Sache gemacht. Obwohl du jahrelang selber schwarzen Humor gebracht hast und immer noch bringst. Für dich soll man Verständnis haben, wenn du schwarzen Humor bringst, aber wenn... Bruder, es kommt auf die Situation an. Schwarzer Humor ist auch nicht gleich schwarzer Humor, Alter, Junge. Ja, also du hast mal einen Joke über 9-11 gemacht, deswegen musst du jetzt auch sexistische Witze lustig finden. Tut mir leid. Wenn andere tun, dann ist das ein Skandal und darüber musst du ein Video machen. Und ich erlebe das immer wieder mit... Digga, das ist halt, also... Boah, Bruder, ich... So Videos angucken und so weiter, wie krass die Menschen darauf aus sind, einfach einen Menschen so krass fertig zu machen, geradezu zu bringen, dass sie sich vielleicht irgendwas antun. Okay, woraus nimmt er denn jetzt bitte die Aussage, die wollen Leute so krass zerstören, bis sie sich irgendwas antun? Ist das jetzt einfach nur deine Meinung oder bist du als Spion in unserer geheimen WhatsApp-Meinungsblogger-Gruppe drin gewesen, wo wir genau diese Dinge besprechen? Nein, das ist meine Meinung. Und ich erkläre dir auch, warum ich diese Meinung Danke. Habe. Ich habe ja beispielsweise das Video mit Kanyavis Ex-Frau gemacht. Und sie hat mir erzählt, wie schlecht sie sich fühlt, weil Leute sie einfach totmobben,
weil eben Kanyavi immer wieder Videos über sie gebracht hat. Ja, Kanyavi ist doch kein Meinungsblogger. Und die naiven, dummen Fans von ihm haben das Mädchen aufs Übelste beleidigt, haben gesagt, dass sie das Kopftuch rausziehen soll, dass sie hässlich ist, dass sie in die Hölle kommen soll und so weiter und so fort. Und sie hat mir auch gesagt, dass sie geweint. Okay, warte doch hier. Also Anmerkung, und das passiert eben auch bei anderen YouTubern, unter anderem KuchenTV. Ich habe rassistische Kommentare und Beleidigungen bekommen. Also grundsätzlich erstmal logischerweise, ne, distanziere ich mich von beiden Sachen, ne, von Rassismus sowieso, das ist klar. Und beleidigt ihn auch bitte nicht. Ne. Sachliche Kritik ist natürlich immer gerne gesehen, das könnt ihr machen, das ist gar kein Problem. So, das ist eine Sache, die halt nicht fit geht, hört auf damit, so, ne? Das Ding ist so, Bruder, die Videos von mir, ich habe jetzt ja kein Hauptvideo gemacht, ne? Aber die Reaction und das Video auf Eikuchen haben zusammen bestimmt um die 100.000 Aufrufe. Nehmen wir mal an, du hast von mir aus, sagen wir von mir aus, 20 Beleidigungen und rassistische Kommentare bekommen. Geht gar nicht. Jeder Einzelfall, also jede einzelne Person muss dafür auch kritisiert werden, so. Aber du, es ist doch normal, dass wenn jemand ein Video über eine andere Person erstellt mit einer großen Reichweite, dass da auch vereinzelt Idioten sind, die dann beleidigen oder andere dumme Scheiße schreiben. Da kannst du gar nichts gegen machen. So, du kannst doch nicht davon ausgehen, dass wenn 100.000 Leute ein Video sehen, dass dich, was ja auch kritisch ist, dass dich dann keiner beleidigt. So, das ist bei mir genau das gleiche gewesen, als ABK Videos über mich gemacht hat. Bruder, da war Instagram-Nachrichten, konnte ich erstmal 2 Tage nicht öffnen, weil ich gefühlt jede 30 Sekunden das Hasun-Wort in meinen Nachrichten gesehen habe. So, ja, das ist kacke. Und deswegen distanziere ich mich ja auch regelmäßig davon, wie ich das jetzt auch hier gemacht habe. Aber das ist normal und das passiert auch nicht nur bei Meinungsblog so. Das passiert bei jeder Reaction, wenn man sich über wen lustig macht oder sonst irgendwas. Es ist leider normal. Das ist nun mal das Internet. Da geht es härter zu. Hässlich ist, dass sie in die Hölle kommen soll. Also das ist nicht gut. So, aber es ist normal, leider. So, das hat nichts mit Meinungsblog oder nicht zu tun. Und so weiter und so fort. So, die Frage ist halt auch, also das hat ja auch nichts damit zu tun, dass wir das wollen. So, es geht ja darum, dass er gesagt hat, ja, die wollen Leute irgendwie dazu bringen, dass sie sich selber was antun. So, nein, offensichtlich ja nicht. So, deswegen distanzieren wir uns ja auch regelmäßig von solchen Sachen. Oder ich zumindest mache das. Und sie hat mir auch gesagt, dass sie geweint hat. Und da habe ich einfach gemerkt, dass gewisse Leute zum Beispiel, die nicht unbedingt wirklich ein dickes Fell haben, dass die unnormal darunter leiden. Und ich will halt nicht jetzt andere Personen auch mit reinziehen. Es ist aber eben so, dass manche Menschen auf Internet-Hate nicht klarkommen. Und das sind unter anderem auch Influencer und KuchenTV. Du weißt, wie das ist. Wenn du mal Shitstorms hattest und du hast Erfahrung damit, es tut schon weh. Das kannst du nicht abstreiten, wenn dich jeder hasst. Aber es ist eben so, jeder will gemocht werden, jeder will anerkennen. Ja, Bruder, also natürlich, mein großer Skandal, so, das war das Einzige, wo man irgendwie so an seine Grenze gekommen ist. Absolut, da stimme ich ihm zu, das ist richtig. So, das Ding ist aber, dass ich halt im Nachhinein aber auch zum Beispiel selber sage, dass ich halt selber beispielsweise sage, dass ich halt, dass ich auch selber schuld daran gewesen bin. So, ich sitz da nicht hier und sag halt so, ja, die anderen waren halt böse, sondern natürlich, ich weiß, dass ich eine riesen Reichweite habe, wenn ich sowas mache, da hätte ich mir beim Handeln bewusst sein können. So, und es ist trotzdem komplett in Ordnung, über Skandale zu berichten, darüber aufzuklären und seine Meinung dazu zu sagen. Und ja, wenn man eine große Reichweite hat, gibt es halt dann vielleicht viele Leute, die dann halt gegen sich sind. Ja, damit muss man als Influencer nun mal auch klarkommen, wenn man daneben gegriffen hat. Genau, und wenn du es eben nicht bekommst und stattdessen jeder immer wieder sagt, zum Beispiel, dass du ein Frauenschläger bist, kannst du mir nicht erzählen, dass das nichts mit dir macht. Alle großen Meinungsblogger machen sachliche Kritikvideos über andere YouTuber. Das stimmt nicht. Nicht jeder Meinungsblogger macht sachliche Kritik. Das tust du auch nicht. Du bist nicht sachlich bei der Sache. Du versuchst einfach immer die Menschen erstmal bloßzustellen, dumm darzustellen. Das hast du auch zum Beispiel bei Ahmad gemacht. Immer wieder erwähnt, wie dumm er sei. Ja, aber er ist halt auch dumm gewesen in den Aussagen, die er damals getroffen hat. Also lustigerweise genau das Gleiche wollte ich auch schon über ihn sagen, aber ich halte mich gerade noch zurück. Ja, aber momentan geht's halt noch. Dass man den nicht ernst nehmen kann und so weiter und so fort. Den kann man oder konnte man für die Sachen, die er damals gesagt hat, auch nicht ernst nehmen. Jetzt heute verfolge ich ihn nicht mehr, deswegen rede ich von der Vergangenheit. Aber das ist nicht sachlich. Das ist nicht sachlich. Sachlich wäre, wenn du wirklich komplett objektiv an die Sache rangehst. Das, naja, ich weiß nicht, ob das... Tust du aber. So, guck mal, das Ding ist, man kann auch jemanden sachlich kritisieren und trotzdem unterhaltsame Fronts zum Beispiel einbauen oder mal ein paar Clips zum Beispiel einbauen, die man irgendwie lustig findet oder so. Also das eine hat mit dem anderen meiner Meinung nach nicht so viel zu tun. So, ne? Ich kann auch sagen, ey, die Aussage ist dumm und dann trotzdem sachlich erklären, warum sie dumm ist.
Der Typ ist wirklich, also... Und sachlich da wäre genauso, dass du Löchern. Auf Montana Black beispielsweise ebenfalls kritisch reagierst. Wie er zum Beispiel Bombing Bingyang oder was auch immer gemacht hat. Wahrscheinlich wollen die, dass ich wieder dieses Wort sage. Das will ich aber nicht machen. Die wollen, dass ich sage, da steht... Warum machst du über Montana Black kein Video? Weil du wieder gut mit ihm bist. Du bist einfach nicht objektiver Meinungsblogger. Also erstmal, es gibt keine objektiven Meinungsblogger. Boah, Digga, das triggert mich schon wieder so krass. Digga, du sagst... Ach, Junge, du sagst... Digga, du musst mir jetzt wirklich einfach mal Kraft geben, Digga. Gib mir bitte Kraft für dieses Video, wirklich. Okay. Also, das Erste ist... Du hast ja selber schon gesagt, dass ich Meinungsblogger bin. Meinungsblogs müssen nicht objektiv sein, natürlich nicht. Ich sage meine Meinung. Offensichtlich ist eine Meinung nicht objektiv, ne? Also klar, so, ich versuche jetzt nicht jemanden unfair zu behandeln, ne? Also jetzt in dem Sinne, jemand wird gehatet, ich hau einfach drauf, sondern ich versuche auch schon so die andere Seite auf jeden Fall so ein bisschen zu verstehen und auch mit einzubauen, so, ne? Das finde ich einfach fair. So, aber ich bin trotzdem ein Meinungsblogger. Ich bin nicht objektiv, ich muss auch nicht objektiv sein. Ich kann auch jemanden komplett fertig machen, wenn das meine Meinung ist, ist meine Meinung und fertig, so. So, das Ding ist mit Monte, dieses Bumming-Ming-Hong oder wie auch immer, habe ich erstens so gut wie gar nicht mitbekommen, keine Ahnung, wo das herkommt. Dazu ist es mir komplett egal, also ich würde Monte eher dafür verteidigen. So, ihr merkt das ja selber in meinen Videos und da muss ich sagen, wirklich dicke Props an Jay Riddle, aka Jakob Rätsel. So, ich habe diese Gesellschaft heutzutage sowas von absolut satt. So, du darfst heute nichts mehr sagen, keinen Joke mehr machen, keinen lustigen Spruch oder sonst irgendwas. Also, ne, kommt natürlich immer drauf an, mit Fritz ging meiner Meinung nach trotzdem so weit. Aber egal, sobald man irgendwen frontet oder mal irgendeinen Joke macht, es ist alles rassistisch und sexistisch und so weiter. Ich finde, wenn es in einem Rahmen passiert, kann man darüber auch heutzutage noch lachen. So, und da würde ich kein Video gegen Montana Black machen, sondern ihn verteidigen. So, Jay Riddle, muss ich echt sagen, hat mir da so ein bisschen die Augen geöffnet, weil der einen Front nach dem anderen raushaut, so einen Joke nach dem anderen satirisch, haut er komplett drauf und ich habe mir auch so gedacht, ey, warum machst du das eigentlich nicht mehr. So, jetzt nicht komplett übertrieben, ich will schon eher Meinungsblogs machen, als jetzt so komplette Humorvideos, so, aber ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. So, das heißt, in der Sache stehe ich komplett hinter Monte, ich finde das weder rassistisch noch sonst irgendwas, so, ich finde das unterhaltsam und Ende. So, ja, also das erstmal schon mal dazu. Das Zweite ist, ja, natürlich würde ich heutzutage weniger ein Video über Monte machen, absolut, hundertprozentig, ja, weil ich cool mit ihm bin. So, natürlich, es ist so. Ich würde auch gegen Jakob Rätsel kein Video machen, wenn der jetzt irgendeine Scheiße bauen würde. Oder gegen Just Nero beispielsweise. Oder gegen andere Influencer, wenn ich mit dem cool bin. Das heißt, das nennt man Loyalität, Bruder. So. Na klar, so mit Jakob und Just Nero bin ich natürlich noch mehr befreundet, so, ne? Wenn jetzt hier so Monte einen ultra krassen Skandal hätte oder so. Klar, irgendwann wäre ein Punkt erreicht, wo man was zu sagen muss, natürlich, aber bei kleineren Dingen, natürlich mache ich da kein Video. Warum sollte ich das tun? Soll ich jetzt ein 8-Minuten-Video darüber machen, dass er Bumming Hingong da gesagt hat oder was? Was wäre das für ein dämlicher Grund, ein Video zu machen? Also offensichtlich wäre das einfach nur aus Zwang, irgendwas gegen Monte zu sagen. So, das wäre doch kein Video wert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Ahmad hat in der Zeit so viele Videos gegen mich gemacht. Natürlich schieße ich da zurück. Wenn Monte jetzt eine Reaction gegen mich macht, wo der mich fertig macht, beleidigt, Sachen aus dem Zusammenhang reißt, dann würde ich auch ein Video gegen ihn machen, logischerweise. Boah, Digga, das regt mich so auf, Alter. Wirklich, wie kann man da solche Dinge miteinander vergleichen? Das ist doch jetzt einfach nur, um zu sagen, hey, der hängt jetzt an Montes Eiern, weil der ihn wieder hochgeholt hat. Ja, Bro, such dir mal jemanden, der dich hochholt. Bist du nicht sachlich? Gib das doch einfach zu. Es ist jetzt nicht so, dass irgendein YouTuber wegen einem Fehler irgendwie direkt von einer Person 300 Millionen, 1000 Videos abbekommt, einfach nur, um jemanden fertig zu machen. Das stimmt doch einfach gar nicht. Doch, es gibt eben YouTuber, die mehrere Videos über eine Person machen, weil die merken, dass die Videos besser klicken. Bruder, es geht um einen Fehler. Hörst du mir eigentlich zu? Ich hab doch extra sogar gesagt, wegen einem Fehler 300 Videos machen. Jetzt sagt der Shoyoka. Wenn der Shoyoka sagt, dann... Wenn diese Person fertig gemacht wird, weil sie einfach auf der Zielscheibe sind. Zum Beispiel Lejanko. Schau ihn dir an. Er ist auch eine Art Meinungsblogger. Er macht Meinungsvideos über zahlreiche Menschen. Beispielsweise Menschen, die schlecht im Internet dastehen. Er findet vielleicht nicht in deiner Bubble statt, aber er ist Meinungsblogger. Und ja, Bruder, aber es geht doch um einen Fehler. Ich habe doch extra gesagt, ein Fehler. Ja, ich mache auch sehr viele Videos. Ich mache auch sehr viele Videos über Shoyoka beispielsweise, aber nicht wegen einer Sache. Klar, einige Journalisten behaupten das so, dass es immer noch um diesen Gaming-Preis geht, ist aber tatsächlich nicht der Fall. So, es geht mir darum, dass jetzt zum Beispiel Shoyoka sagt,
gewinnt den Preis. Und ich mache auf diesen Preis aufbauend 30 Videos, dass ich immer wieder sage, ja, den Preis, die hat den Preis verdient, deswegen ist das doof und das doof und das doof. Das macht keiner. Lechanko, keine Ahnung, was der macht. Wenn du den meinst, so, dann sag doch einfach seinen Namen. Also der gehört doch offensichtlich auch nicht in diese Meinungsblogger-Szene, so wie sie halt, sag ich mal, gesehen wird. So, ja, da gibt's, ich sag mal so, die Meinungsblogger-Szene ist jetzt natürlich ein offener Begriff, theoretisch kann da ja jeder drin sein. Ich würde aber sagen, so als Meinungsblogger sind so Leute wie Jasnero, Alpha, Kevin, ich, Sascha, Alicia, Joe, Kaiser und so weiter drin, noch zwei, drei andere auf jeden Fall. Das sind so die, die als so Meinungsblogger gesehen werden, weil wir das quasi so mitgeprägt haben. Lechanko, keine Ahnung, was der macht, kann sein, dass der auch Meinungsblogger macht, der wird aber in dieser Szene, wird der halt nicht gesehen. Also zumindest nicht in dieser Bubble, die sich halt dann so nennt, das ist der Name dann irgendwie auch falsch, weil wir ja quasi diesen Content einfach machen, so, ne? Beispielsweise so, aber trotzdem geht es ja darum, dass ein Fehler genannt wird. Wenn Lechanko immer wieder Videos über andere Sachen macht, die jetzt ein Barello macht, dann ist es doch wieder legitim. Das musst du akzeptieren. Vielleicht meine ich ja dich nicht unbedingt damit. Außer die Sache mit Shoyoka beispielsweise. Da finde ich einfach, dass man mittlerweile übertreibt. Ignoriere das Mädchen doch. Du merkst doch, da kommst du nicht durch. Sie akzeptiert deine Meinung nicht und andersrum auch nicht. Aber das Mädchen kriegt Todes-Hate ab. Ignoriert sie. Du hast doch schon ungefähr 10 Videos über sie gemacht. Wie viele willst du denn noch machen? Wie oft willst du denn noch Leuten zeigen, wie dämlich sie ist? Boah, keine Ahnung, vielleicht noch 20, 30 Mal. Also ich sehe jetzt das Problem ehrlicherweise nicht. Sie redet über mich. Ich mache Videos dazu, es gibt schlechte Artikel. Ich rede darüber. Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt kein Problem daran, auch mehr Videos über eine Person zu machen. Und du kannst mir nicht erklären, es liegt nicht an Klicks. Natürlich liegt das auch mit an Klicks. Hä, ist doch klar, Bruder, ich lebe davon. Ich würde nicht so viele Schurka-Videos machen, wenn das keiner sehen will. Ist doch klar. Hä, natürlich. Das ist jetzt nicht so, dass irgendein aber YouTuber wegen einem... Trotzdem sind die Sachen, die ich da sage, ja teilweise auch trotzdem wichtig. Ne? Wenn da irgendeine Journalistin einfach Scheiße über mich schreibt und mich irgendwie als Sexist oder sonst irgendwas framen möchte, ja, dann finde ich es wichtig, dazu was zu sagen, um mich gerade zu machen. Fehler, irgendwie direkt von einer Person 300 Millionen, 1000 Videos abbekommen, einfach nur, um jemanden fertig zu machen. Das stimmt doch einfach gar nicht. Er muss natürlich auch keine Beispiele bringen, wo genau sowas denn jetzt überhaupt passiert ist. Es reicht, dass er uns als Szene einfach nicht... Einen Fehler! Digga, kannst du zuhören, Alter? Junge, das, ey, Digga, ach, Junge, hast du dir irgendwie das Gehör kaputt gemacht, als das Flugzeug abgehoben ist, wo du deine Weltreise gestartet hast? Meine Güte, Alter, Junge, das regt mich so auf, wirklich. Ich sag sogar extra, explizit, wegen einem Fehler. So offensichtlich, so alleine hier, Shoyokas Abmahnung ist ein Fehler von ihr. Sie beleidigt eine TikTokerin, ist ein zweiter Fehler. Digga, das ist echt Junge. Und jetzt versucht er natürlich, alle Meinungsblogger auf mich zu hetzen und zu zeigen, ey, guck mal, der hasst euch alle. Nein, es ist nicht so. Ich finde... Fehler meinerseits, ich habe nicht fast alle im Originalvideo. Übrigens kann ich auch nicht alle meinen, weil ich nicht alle kenne, sollte doch klar sein. Ja, Bruder, du redest aber über eine gesamte Szene. Darum geht es doch. Wenn du jetzt explizit gesagt hättest, die zwei, drei Leute sind falsch, dann hätte sich keiner drüber beschwert. Aber du machst ein Video allgemein über Meinungsblogs, wo du nie in die Tiefe gehst, wen du meinst oder was genau du kritisierst, sondern allgemein redest du über alle Meinungsblogger. Da musst du dich auch nicht wundern, wenn alle Meinungsblogger sich angesprochen fühlen. Sogar tatsächlich viele sympathisch. Aber ich habe was gegen manche Meinungsvideos von denen. Und ich kann dir ein Beispiel noch bringen, was du auseinandergenommen hast ohne Ende. Fire Golden. Du hast den Typen beleidigt, du hast dich darüber lustig gemacht, dass der nicht bei Frauen ankommt, dass der Jungfrau ist. Also was ich halt bei Fire Golden immer schon nicht so... Digga, wie ich da aussehe, Alter. Irgendwie keine Ahnung. Auch die Belichtung und alles. Da habe ich auch meine Zähne noch nicht gemacht. Da zum Beispiel, finde ich, sieht man voll, dass ich irgendwie meine Zähne gemacht habe. Ne? Oh, es wird ja noch viel, viel peinlicher. Alter. Viel, viel peinlicher. Ich werde dich einfach ausradieren. Ich werde dich ficken, zerstören. Bist gar nicht mehr da, Alter. Und über ja, den ist bestimmt nicht einfach eine Übertreibung. Wir reden nicht von 10.000. Wir reden auch nicht von 1.000. Und tu nicht so, als ob du das jetzt komplett falsch verstanden hast. Wir reden über einige Videos. Ihr habt das ja auch zum Beispiel mit Leroy gesehen. Genau die gleiche Sache. Der Typ wird von allen Seiten totgehatet. Und ja, ich war auch nicht der größte Fan. Unfassbar. Was ja, also wie gesagt, mit Fire Golden hatte ich halt einfach eine Auseinandersetzung. Ne? Was ich da jetzt, worauf das jetzt genau bezogen wurde, was ich da gesagt habe, weiß ich jetzt logischerweise nicht. Da müssen wir uns das Video nochmal angucken. Das war auf jeden Fall auf dem Best of Fire Golden Video. Aber auch da wieder,
Verstehe ich halt den Front nicht, um ehrlich zu sein. Also ja, ich und Feiergurten hatten Auseinandersetzung. Er hat mich genauso gefrontet, er hat auch ein Video über mich gemacht und ich habe halt zurückgeschossen. Ja, so läuft eine Auseinandersetzung. So, ich verstehe jetzt das Problem nicht. Was den armen Leroy gemacht haben. Um was geht es denn jetzt genau? Um das, was wir kritisiert haben oder um die Menge an Videos, die erstellt worden sind? Es ist doch klar, dass ein bekannterer Influencer in den meisten Fällen deutlich mehr Kritik abbekommt, als es bei einem kleinen YouTuber der Fall ist, weil das natürlich einfach eine größere Reichweite mit sich zieht. Die meisten Meinungsblogger haben sich auf ihn gestürzt. Und sie haben sich auf ihn gestürzt, weil sie gemerkt haben, langsam bröckelt die Fassade. Dann haben die erst zugeschnappt. Seit Jahren macht der Typ schon... Genau, wir haben nämlich gewartet, dass die Fassade bröckelt und nicht einfach... Der Grund war nicht, dass er jetzt plötzlich innerhalb von wenigen Monaten gefühlt 8000 Skandale hatte und komische Videos hochgeladen hat, sondern wir haben gewartet, Digga. Wie so ein Sniper haben wir da gesessen, Digga, und gewartet so, ah... Gleich ist er aus Funk raus und abgespritzt. Schon sein Content und seit Jahren gibt es diese Videos, die er bringt. Aber da die Fassade schon gebröckelt ist, trauen sich erst viele, auf ihn draufzugehen. Das meine ich damit. Die Leute. Es gab doch auch früher schon Videos über ihn, oder? Bin ich mir ziemlich sicher. Meistens nicht Videos über irgendwelche beliebten Leute, weil sie Angst davor haben, dass ihre Meinung nicht akzeptiert wird. So ein Quatsch, Digga. Junge, also Jay Riddle hat jetzt ein Video bei Hand of Blood gemacht, ich habe ein Video bei Hand of Blood gemacht, der ist auch super beliebt, da habe ich auch ein paar Dislikes bekommen, ich mach's halt trotzdem, hä? Und sie deswegen gehatet werden oder nicht abonniert werden oder ihnen irgendwelche Geschäftspartner... Guck mal, das Ding ist halt, er stellt das immer so als allgemeingültig dar und das ist genau das, was mich halt im ersten Video schon gestört hat. So, er stellt es so hin, als wenn das so ein allgemeingültiges Ding wäre, ja, die kritisieren ja nie Leute, die auf der positiven Seite stehen. Also erstmal ist es ja dumm, Leute auf der positiven Seite zu kritisieren, weil... Die machen ja in den meisten Fällen nichts falsch, deswegen sind sie auf der positiven Seite. Das heißt, sowieso schon mal irgendwie hirnrissig. Und keine Ahnung, ich habe zum Beispiel auch ein Video über Papa Platte gemacht. Der steht auch super positiv da. Klar, das Video war neutral. Ich habe Dinge kritisiert, habe ihn auch gelobt, an anderer Stelle auf jeden Fall. Ne, habe so insgesamt meine Meinung gesagt, aber habe ihn da trotzdem auch kritisiert in dem Video. Wegfliegen oder was auch immer. So viele Fehler gibt es halt viele Videos. Wo ist das Problem? Und warum hast du dann kein Video über Montana Black, wo der ja über Leroy Scheiße gelabert hat? Da gehe ich jetzt Leroy das erste Mal persönlich als Typ Mensch, also privat gehe ich ihn jetzt an. Leroy, ich habe mal eine Frage, okay? Bist du menschlich gesehen wirklich so schmutzig? Lieber Monte, ich finde solche Menschen und ihre ekligen Neigungen auch wirklich abartig. Für dich gibt es jetzt trotzdem nochmal einen knallharten Faktencheck. Tausende Hunde werden in Deutschland jeden Tag sexuell missbraucht. Und im Original. Ja, also da müsste ich tatsächlich auch eher ein Video gegen Leroy machen. Das ist schon mal das Erste, denn er hat da super viel aus dem Zusammenhang gerissen, hat Sachen nicht richtig dargestellt und so weiter. Ich weiß nicht, ob Just Nero den zweiten Teil dazu noch hochlädt, da haben wir auf jeden Fall schon drüber geredet gehabt und Leroy hat in dem Monte und Rezo Part so viele falsche Aussagen gebracht, also das wäre eher ein Video, was ich dann gegen Leroy machen würde mal wieder. So, und das ist auch wieder so, ja, aber warum hast du kein Video gegen den? Schnapp dir doch mal die ganzen großen Fische. Obama, das ist halt so dumm. So, natürlich suche ich mir die Themen selber aus. Natürlich gibt es Leute, über die man vielleicht lieber berichtet als über andere. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass ich natürlich gegen Monte eher weniger ein Video machen würde. Aber auch da wieder. Soll ich jetzt ein komplettes Video auf eine Aussage von Montana Black machen? Hä? Ein Video sage ich Folgendes. Freunde, so ein Video heute machen wir, um auf den Missbrauch von Tieren aufmerksam zu machen. Woran hast du denn festgemacht, dass das jetzt gerade einvernehmlich ist? Weil es fehlt ja genau dieser Punkt. Ich denk so, ja, wie machen das denn Menschen? Menschen sprechen die darüber. Die machen vorher einen Vertrag. Nee, Menschen machen keine Verträge. Wir brauchen sie ja nicht ins Lächerliche ziehen, aber Menschen sprechen darüber. Dieser Clip ist wahrscheinlich neu für dich. Das wäre aber nicht, wenn du nicht total faul eine Reaction geguckt hättest, sondern dir einfach mal die Mühe gemacht hättest, das Originalvideo zu sehen. Dann hättest du dir... Monte hat sich Tage später entschuldigt. Bei allen anderen YouTubern wäre schon längst ein Kuchentalks Fake News gekommen. Nee, wäre es nicht. Ich habe so viele Themen, wo ich trotzdem kein Video zu gemacht habe, weil es mich nicht interessiert hat. Genauso, lustigerweise, hätte ich doch dann ein Video auch über Rezo machen müssen, oder nicht? Warum nimmt er der Monte als Beispiel? Rezo wurde doch genauso kritisiert. Da ist es dann aber plötzlich okay. So, ihm geht es da nicht darum aufzuklären oder sonst irgendwas, sondern das einfach nur Framing, um zu sagen, ja guck, vom Monte profitierst du, deswegen machst du kein Video gegen ihn. Das ist so schlecht, Digga, wirklich, Alter. Das Kuchentalks kommt am Freitag. Auch kann ich euch sagen. Seegurkentaucher, dankeschön für den Tier. Und warum hast du nicht darüber ein langes Video gemacht? Ach ja, weil du jetzt mit Montana Black gut bist und der auf deine Videos reagiert und du von ihm profitierst. Super. Bruder, selbst wenn das so ist, ja, natürlich würde ich jetzt nicht kein Video über Monte machen. So, er tut jetzt so, als wenn das ein krasser Punkt wäre. Natürlich ist das so, hä? Also, Digga, das ist halt... Digga, ich weiß nicht, warum er denkt, dass das halt ein Punkt ist. So, ja, natürlich mit Leuten, mit denen ich cool bin oder die mich unterstützen, natürlich würde ich da weniger ein Video zu machen. Bruder, ich bin Monte so unfassbar, also jetzt mal Real Talk, unfassbar dankbar, dass der mich wieder hochgeholt hat. Wir können mal gucken, ob wir das hier... Also finden tun wir das auf jeden Fall bei Social Blade.
Ich guck mal gerade bei Nindo. Ich glaube, bei Nindo gehen die nicht so weit zurück. So. Das Ding ist, ich habe Monte halt Real Talk einfach so viel zu verdanken. Ich kann einfach. Ach, Digga. Nindo Kuchen TV, ich finde das irgendwie gar nicht. So, hier die Übersicht. Wir können mal gucken. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Dankeschön, HSV Hamburg. Das sind nur die Klicks. Guck mal, das sind die Views pro Monat. Guck mal, im Mai oder so hat er angefangen wieder auf mich zu... Ne, warte mal. Das war 22. Ah, okay, 23. So, das heißt, guck mal, hier hat er nicht reagiert, ne? So, 2,6, 1,9, 2,4, 2,2. So, das heißt, hier lief mein Kanal gefühlt schlecht auf jeden Fall. So, und ab hier hat er wieder angefangen zu reagieren. 2,7, 3,1, 4,5, 5, 3,4. Gut, da war 2,5 war auch nicht so gut. 3, 3,9, 4,2, 4,8. Und jetzt gerade ist es natürlich weniger, weil es fängt halt erst an. So, Monte hat dafür gesorgt, dass sich meine Klicks im Durchschnitt seitdem einfach verdoppelt haben. So, guckt euch das mal hier an. Das sieht man jetzt so ab 1. September. Aber vorher waren das nicht 232.000, vorher waren das 130.000 im Durchschnitt so. Ne? Jetzt kam es hier hoch, im Februar war sehr gut so. Natürlich, Bruder, er hat mich wirklich gerettet auf YouTube, hat mich wieder zurückgeholt. Logischerweise mache ich dann jetzt kein Video, weil er vielleicht in einer Reaction mal ein, zwei dumme Aussagen in einer Leroy-Reaction gebracht hat. So, ich kann dankbar sein, dass der mich wieder hochgeholt hat, sonst wäre ich niemals da, wo ich jetzt stehe. So hätte... extreme Probleme, was Steuern und so weiter angeht, auf jeden Fall, die ich jetzt locker regeln kann. So, natürlich mache ich da kein Video gegen ihn. Das ist doch normal. Super Meinungsblogger. Hat sich das auch gewandelt? Die Leute wollten nur noch neutralere Meinungsvideos haben, keinen Humor drin haben, waren dann eben dann so auf irgendeine Art und Weise so gehässiger, so, sie wollten, dass du die Leute richtig zerstörst. Nein, Bro, die Leute wollen keine ernsteren Meinungsblogs, die Leute finden dich einfach absolut unlustig. Ach so, das kannst du bewerten, deutscher Dave Chappelle. Also ich muss da nicht mal einmal meine Mundwinkel bei dir bewegen, wenn du... Guck mal, der hat eine Sache gepostet, die nicht okay gewesen ist, deswegen ist er nicht lustig. Welche Kinderwitze gemacht hast. Auch wenn das jetzt irgendwie cringe ist, aber hier sind ein paar Kommentare von einigen Zuschauern, die mich tatsächlich schon witzig finden. Aber Humor ist bekanntlich Geschmackssache. Ja eben, Digga, das hat schon wieder gar keinen Sinn. Ne? Er nimmt halt, Junge, es ist so dumm. Oh, es ist so dumm. Also erstmal nimmt er halt irgendeine Sache, die damals halt so ein bisschen zum Skandal geworden ist und sagt so, ja, hier, guck, du bist doch selber unlustig. Bruder, du suchst dir halt eine Sache raus, irgendeine random Sache, für die ich mal kritisiert worden bin und sagst so, ja, guck, du bist doch selber nicht lustig. Stimmt, weil das der einzige Joke ist, den ich jemals gebracht habe. Wie er schon sagt, ist Humor halt einfach sehr subjektiv. Es geht mir auch nicht darum, ob er lustig ist oder ob ich lustig bin, sondern es geht mir allgemein darum, dass Leute einfach Bock haben, Jokes in den Videos zu haben und es nicht darum geht, irgendwie... keine Ahnung, jetzt einfach nur sachlich 10 Minuten langweilig seine Meinung zu sagen. Also gut, Alicia macht das klicktechnisch natürlich schon sehr stark. Aber man sieht ja auch bei mir kommen die Videos, wo ich mehr Jokes und so weiter einbaue, deutlich besser an. Ja, was ist das für ein Punkt von dir, Alter? Unterhalten werden. Er hat gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. Die Leute wollen nicht einfach nur flache Meinungsblogs mit Fakten, Fakten, Fakten. Sei doch mal ehrlich, du hast doch selber damit sehr, sehr schwarzen Humor gebracht. Traust du dich, das doch heutzutage zu machen? Nein, weil du Angst vor der Cancel Culture hast. Dann wieder vielleicht einen Shitstorm bekommst und wieder deine Zahlen fallen. Also er hat mich, glaube ich, in letzter Zeit nicht wirklich verfolgt. Denn eigentlich mache ich tatsächlich genau das wieder, Bro. Also erstmal, einige Aussagen aus dem Shoyoka-Livestream wurden ja gesagt, dass die zu weit gegangen sind, die auch humoristisch gemeint gewesen sind. Das heißt, offensichtlich traue ich mich ja. In den neuesten Videos habe ich etliche Jokes, oder kommt natürlich aufs Thema an, aber ich habe trotzdem viele Jokes, auch mit dem schwarzen Humor, die da auf jeden Fall drin sind. Ja, ich mache dazu ja Kuchen Talks, dann kann ich das ja auf jeden Fall einbauen. Also das ist einfach falsch. So, gerade jetzt, in der jetzigen Zeit, baue ich wieder mehr auf humoristische Einbindungen in meinem Video, Bro. Deswegen. Guck mal das Video von heute, da werde ich safe für gecancelt, Digga. Bleibst du schön an der Grenze, vielleicht machst du mal ab und zu einen Witz, zum Beispiel über Sinan G, weil jeder Witz über ihn gemacht hat. Jede Folge zieht eine andere Marke an. Alles sieht bei ihm aus wie Mülleimer. Ja, Bruder, was soll ich dir sagen, Alter? Philipp Lein, MCM, Burberry, Louis Vuitton, das kann man sich halt leisten, wenn man sein ganzes Geld nicht für so ausgibt, ne? Und by the way, warum hast du eigentlich kein Video über Sinan G, der mit einem Gerichtsbeschluss bewiesen hat, dass er keinerlei Kinder... Punkt, 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 grafischen Dinge auf seinem Handy hatte und generell auch nichts bei ihm gefunden.
Bruder, das ist doch offensichtlich ein Joke gewesen und kein Vorwurf, dass er das wirklich gemacht hat. Ey, Junge, Junge, Bruder, Junge. Und so zeigt er ein Schreiben der Staatsanwaltschaft. Es ist, ach Digga, Junge, wirklich. Es ist auf dem 13.09.2023. Wir sehen hier, dass es offenbar tatsächlich Ermittlungen gegen Sinan gegeben hatte, wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und dass im Rahmen dieser Ermittlungen auch 2 Handys sichergestellt und beschlagnahmt worden sind. Und zwar am 18. November 2022 schon. Dieses Schreiben der Staatsanwaltschaft sagt dann aber, dass eben jene Ermittlungen eingestellt wurden, da es keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Sinan gäbe. Ich glaube, manchmal bist du dir nicht bewusst, was für eine Reichweite du hast und was für einen immensen Schaden du einem Menschen zufügen kannst damit. Sondern die wollen auch mal einen Joke, nur halt nicht von dir. Nicht von dir. Ich habe damals zum Beispiel Videos gemacht. Ja, und also ich weiß jetzt nicht, was du halt möchtest. So, das ist halt offensichtlich, ist es halt ein Joke gewesen, darauf aufbauen, dass er halt da diese Aussagen zu dem zu der Nichte da gebracht hat oder halt über die Nichte gebracht hat. Mir ist schon klar, dass er sowas nicht offen oder was heißt, war jetzt klar, so mir jetzt nie Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein. So, aber offensichtlich ist es halt einfach ein Joke in der Auseinandersetzung mit Roos, der mich die ganze Zeit gefrontet hat. Also ich verstehe jetzt auch nicht, wo da das Problem sein soll. So, aber offensichtlich traue ich mich doch dann, solche Jokes zu machen. Also er hat jetzt genau das Gegenteil auch bewiesen mal wieder. Über Lejanko, da habe ich das Fickungsbuch veröffentlicht. Ein imaginäres Buch über ihn. Die Leute haben es abgefeiert, aber würde ich es heute bringen? Ich bin mir sicher, die Leute werden sagen, warum übertreibst du so? Meine Videos werden gelb geschaltet werden und so weiter und so fort. Die Leute sind einfach bei Meinungsblogs sehr darauf aus, dass die wirklich faktisch 100% zutreffend sind. Und keine Ahnung. Bruder, Jokes einzubauen hat nichts damit zu tun, ob die 100%ig zutreffend sind oder nicht. Also Jokes sind ja unabhängig von dem, was richtig ist oder was nicht, beispielsweise eine überspitzte Darstellung der Tatsache beispielsweise. Oder dass du generell eine Aussage lustig kommentierst oder mal einen Sketch einbaust oder so, ne? Und das ist das, was die Leute halt sehen wollen. Das sieht man doch. Also ich sag mal, das habe ich ja auch gezeigt. Ich weiß nicht, ob er darauf eingeht. Sieht nicht so aus. Aber einfach mal als Beispiel, Jay Riddle zum Beispiel. So, der hat jetzt 60.000 Abonnenten. Digga, seine Videos gehen todes ab, wenn man sich mal die Klickzahlen anguckt. Und das auch von Anfang an. Der hat gar nicht so viele Videos. Na, am Anfang halt noch nicht, aber gerade jetzt hier, wenn man sich so die letzten 8 Videos anguckt. Bruder, der macht, Digga, dieses Hand-of-Blood-Video, 360.000 Aufrufe, so, das ist halt unnormal, so, für 60.000 Abonnenten, weil der nur Jokes macht, weil der nur draufhaut, satirisch, eine absolute 10 von 10, super gut aufgearbeitet, die Videos, so, und der zum Beispiel wird mega gefeiert, weil er genau das macht, und trotzdem sind die Aussagen, die er zwischen den Jokes bringt, faktisch richtig und kann trotzdem gut argumentieren. Also es ist nicht so, dass er sich nur über Sachen lustig macht, sondern die Fakten stimmen trotzdem. Ich habe jetzt die Videos von den anderen Meinungsbloggern nicht wirklich gesehen und bin jetzt auch nicht wirklich Fan von deren Humor, also von denen, die du erwähnt hast, weil für dich gibt es ja nur die deutschen Meinungsblogger, die Ausländer, zum Beispiel Onurjan, zeigst du nicht auf. Momudi hast du zwar mal einmal reagiert, aber den zählst du auch nicht auf. Restlichen existieren ebenfalls nicht für dich. Auch irgendwie komisch. Ja, sind halt, weil sie halt Ausländer sind auch, na klar, also das ist halt dann so dieser initialisierte Rassismus einfach, den ich habe. Ne? Für mich gibt es natürlich, Meinungsblogger sind halt Deutsch so, ne? Offensichtlich ist das so gemeint. Und nicht, weil man die Leute halt nicht so in unsere Szene dazu zählt. So, weißt du, das ist so dämlich, Digga, wirklich, das ist so dämlich. Man muss sich das mal überlegen. Wenn man an Meinungsblogger denkt, dann denkt man halt nun mal nicht an den Onurjan, Digga, von dem, ich habe noch nie von dem gehört, oder vielleicht hat man mal von dem gehört, so, ne, aber so, das ist keiner, den ich jetzt irgendwie in meinem Dunstkreis habe, so, ne, sondern so Meinungsblogger, wenn man jetzt so an Meinungsblogger denkt, dann sind das Leute Kaiser, Alpha Kevin, KuchenTV, Just Nero, Sascha, Alicia Joe, Jay Riddle würde ich sagen auch, ja, so Hype, Meinungsblogger, eher noch mehr Satire und so, aber ne, würde ich auch schon als Meinungsblogger auf jeden Fall dazu zählen. So, das sind halt nun mal die Leute, die halt in unsere Szene, sage ich mal, dazu gezählt werden. So, ja, es gibt auch darüber hinaus noch viele Leute. In Salami zum Beispiel habe ich jetzt auch nicht dazu gezählt oder Imp beispielsweise habe ich auch nicht dazu gezählt. So, du kannst den Kreis natürlich immer weitermachen, aber das sind so die Meinungsblogger, wenn man von den Meinungsbloggern spricht,
die halt als erstes genannt werden, gerade auch in meiner Bubble oder von unseren Leuten. So ein Tobias Huch habe ich auch nicht, habe ich den dazu gezählt? Ich glaube auch nicht so, weil der auch eher Reactions macht. Da sagt er natürlich seine Meinung, aber der gehört auch nicht so dazu. Aber ja, ich habe nur Ausländer nicht genannt. Und deren Humor taugt mir eher als euer Humor. Aber die Meinungsblogger waren mit Abstand diejenigen, die am meisten auf Klicks geguckt haben, am meisten auf Likes. Guck, die Meinungsblogger. Am meisten auf Anerkennung und dieses ganze Zahlentechnische. So, die haben keinen Spaß mehr dabei gehabt, Videos zu machen, sondern es ging denen nur noch um Klicks. Es stellt sich mir bei dem Vorwurf ernsthaft die Frage, mit wem hattest du denn Kontakt, dass du so eine Aussage überhaupt bringen kannst? Ja, warum erwähne ich es wohl nicht? Vielleicht will ich die Leute einfach nicht exposen, wie du es bei mir gemacht hast mit meinem Chat, worauf ich auch gleich eingehen werde. Und vor allem, warum soll ich denn lügen, Alter? Es ist doch klar, dass ich mit Alicia Joe keinen Kontakt habe. Ja, Bruder, aber du sagst die Meinungsblogger. So, dann ist doch klar. Also die Meinungsblogger ist eine allgemeingültige Aussage. Jeder kann sich deswegen angesprochen fühlen. Logischerweise fühlt sich dann erstmal jeder angesprochen, da man guckt, okay, wer ist denn überhaupt gemeint? So, wenn du jetzt mit zwei Meinungsblogger Kontakt hattest und dann sagst, ja, die Meinungsblogger ist die Szene, die am meisten auf Klicks und Likes achten. Und dann hast du mit ein, zwei Leuten aus der Szene zu tun gehabt, die nicht mal so im Mainstream sind, sondern halt von mir aus Lechanko oder so, keine Ahnung. Dann ist das einfach eine dumme Aussage. So, da musst du dich besser ausdrücken. Es ist doch klar, dass wir uns alle angesprochen fühlen, wenn du die Meinungsblogger sagst. Aber es gibt tatsächlich auch andere große Meinungsblogger, die du natürlich komplett ignorierst, weil sie vielleicht nicht deinem Look entsprechen, weiß ich nicht. Es gibt andere Meinungsblogger außer euch, außer Kaiser, außer Alpha Kevin und außer natürlich Insolvenz Tobi. Also mach dich mal nicht so groß. Und die bessere Frage wäre... Bruder, das hat doch nichts mit mir zu tun. Hä? Warum? Junge, ich spreche allgemein von Meinungsbloggern, die ich gefragt habe und er sagt, ja, mach dich mal nicht so groß. Ah ja, okay, cool. Sprich das direkt für die gesamte Szene. Ich habe doch nie gesagt, alle. Ich muss sagen, ich habe ja mit einigen YouTubern schon Kontakt gehabt. Ich sag doch, ich habe mit paar Meinungsbloggern geredet. Habe das Gefühl, dass die meisten eigentlich gerne was anderes machen würden. Immerhin hast du mit Meinungsblogs viele Probleme. Beispielsweise Anzeigen. Beispielsweise kriegst du viel weniger Werbepartner, weil... Du bringst negativen Content, wenige Leute wollen mit dir zusammenarbeiten. Falsch, absolut falsch, raus, einfach raus. Also, Jay Riddle auf jeden Fall hatte in seinen letzten Videos immer ein Placement. Just Nero, liege ich jetzt einfach mal hier auf Privat-Timati, der hat gefühlt 10 Placements offen oder so. Also der kriegt so viele Werbepartner, also der kommt halt, also Real Talk hat er sich bei mir darüber beschwert, dass er einfach nicht hinterherkommt. Was ich auch sehr cool fand, weißt du, so, ich bin so dieser Typ mit so einem kleinen Krümel, weißt du, dieses eine Placement in allen 3 Monaten, die man bekommt, und er so mit 30 Kuchen so, ey Digga, ich weiß gar nicht, wie ich das alles essen soll, was mache ich denn jetzt? So, das hat nichts mit Negativität oder sonst irgendwas zu tun, das juckt die Leute nicht. Es kommt darauf an, wie du deine Meinungsblogs erstellst oder was für eine Person du bist, sage ich mal. Jetzt KuchenTV zum Beispiel, ich krieg schwierig Placements, aber nicht wegen meinem Content per se, sondern wegen den Skandalen, die ich halt hatte. So, das ist der einzige Grund, warum ich halt weniger Werbepartner halt bekomme. So, und das jetzt hier so darzustellen, ja, Meinungsblogger bekommen ja gar keine Placements. So, Bruder, das ist gelogen. Das ist einfach gelogen, Bruder. Aber natürlich gibt es auch da Ausnahmen. Es gibt auch Werbepartner, die mit Meinungsbloggern gerne arbeiten. Aber natürlich hast du es viel einfacher, wenn du positiven Content bringst. Und für diese Leute wäre es natürlich... Nein, du hast es nicht einfacher. Du brauchst einfach ein gutes Management und einen guten Ruf. Umso einfacher, wenn sie nicht immer auf den nächsten Skandal warten müssen. Und ich habe mit ein paar Meinungsbloggern geredet. Und die waren sowohl klein als auch sehr große YouTuber. Und die haben sogar mehr Abonnenten als du. Und jetzt? Muss ich die erwähnen? Nein. Gibt es überhaupt einen Meinungsblogger, der größer ist als ich? Von den Abonnenten her. Das kommt jetzt wirklich abgehoben rüber, aber... weiß nicht, also klar, Monte, den Reactions kann man auch als Meinungsblogger bezeichnen, aber als so wirklich so der Meinungsblogs macht, der jetzt mehr Abonnenten hat. Aber vor allem, warum soll ich sowas erfinden, Alter? Ich habe einfach mal rumgefragt. Du hast weder mit Alicia Joe Kontakt gehabt, noch mit Kaiser, Alpha Kevin, du bist der Just King, Nero, danke, das wollte ich hören. Mir. Wer bleibt denn da bitte noch übrig? Im Übrigen muss ich auch ganz kurz eine Lanze für Just Nero brechen, weil das muss ich einfach erwähnen. Der hat sich einmal bei mir gemeldet wegen dieser Ahmad-Sache damals und wollte das Ganze schlichten. Fand ich richtig coolen Move von ihm. Diese Pros muss ich dem einfach aussprechen. Jonas Ems, ja gut, Jonas Ems theoretisch halt schon safe. Kontakt oder so. Wir haben nur hin und her geschrieben. Würde ich sagen, er macht jetzt schon Meinungsblogs. Dass er überhaupt die Initiative ergriffen hat und wirklich erstmal mich persönlich kontaktiert hat und nicht direkt wie Insolvenz-Tobi ein Video hinterhältigerweise. Paar Stunden, nachdem wir auch persönlich telefoniert haben, fand ich sehr stark. Einfach mal nebenbei erwähnen, weil ich gemerkt habe, Ich, die reden nur von... Ja, wie gesagt, also er geht halt wieder nicht drauf ein so. Weißt du, das Ding ist, wenn er nur einige Leute meint, dann soll er kein Video allgemein über Meinungsblogger machen. So, das ist ja...
Das ist ja das, was mich an dem Video halt gestört hat. Ne? Ich guck mal gerade, ich weiß gar nicht, wie das Video heißt. Genau, er hat das Video Die dunkle Wahrheit über Meinungsblogger genannt. So, und das ist ja allgemein gültig. So, die dunkle Wahrheit der Meinungsblogger. So, da geht es, wenn es nur ein, zwei Leute sind, mit denen du Kontakt hattest, oder lass es vier sein. So, wenn ich jetzt mit einem Minecraft-YouTuber Beef habe, oder mit zwei, sag ich, ich habe mit zwei Minecraft-YouTubern Beef, ja, Forks und Skygeil, da mache ich doch kein Video, die dunkle Wahrheit über Minecraft-YouTuber, sondern entweder ich spreche sie halt persönlich an oder ich mache ein allgemeines Video, wo ich vielleicht sage, hey, ich habe hier Kontakt mit einigen Leuten gehabt und dann nenne ich es auch nicht die dunkle Wahrheit, weil es ist keine dunkle Wahrheit. Ja, du hast zwei, drei Leute kennengelernt, die vielleicht scheiße gewesen sind oder die das nur für die Klicks machen. So, kann sein. Ich kenne ja auch nicht alle Meinungsblogger offensichtlich. So, aber dann kannst du nicht ein Video machen, die dunkle Wahrheit über Meinungsblogger. So, Digga, es ist einfach... sich selber. Es geht nicht darum, ey, bist du ein cooler Typ oder nicht? Auch da ist wieder die Frage, wen meint er eigentlich? Also ich persönlich habe ja auch so einen kleinen Insiderblick. Mit Jasnero bin ich zum Beispiel auch immer noch sehr, sehr gut befreundet. Das ist wirklich ein unfassbar korrekter Mensch. Auch Kaiser und Alpha Kevin habe ich halt privat schon ein bisschen näher kennengelernt und auch die sind unfassbar sympathisch und sind auf gar keinen Fall so drauf. Mit Alicia, Joe und Sascha habe ich ebenfalls schon Gespräche geführt. Auch die sind sehr sympathisch und haben nicht diese Meinung. Soweit ich weiß, hattest du schon mal mit Alpha Kevin Stress. Und soweit ich weiß, hattest du auch mal Beef mit Sascha. Und da waren die dir sicher nicht so... Wann hatte ich denn Beef mit Sascha? Wann hatte ich Beef mit Sascha? Also die hat mal ein Video über mich gemacht, als mein Skandal war. Ja, das kann ich auch komplett nachvollziehen, aber ich hatte doch kein Beef mit Sascha, oder? Bin ich dumm? Oder ich checke irgendwas nicht. Das kann natürlich auch sein, aber eigentlich hatte ich kein Beef mit Sascha, also kann ich mich nicht dran erinnern, auf jeden Fall. Und ja, mit Alpha Kevin bin ich paar Mal schon aneinander geraten, passiert uns in letzter Zeit irgendwie häufig. So, guck mal, aber das Ding ist, also du hast ja gesagt, du hast privat mit den Leuten geredet und die waren halt so drauf, dass sie nur von sich geredet haben und so. Und privat, und das kann ich hier auch sagen, ist Alpha Kevin ein unfassbar korrekter Typ, also da gar keine Frage, so, ne, da kann ich wirklich nur Positives sagen, ne, wir haben uns ja auch ein paar Mal getroffen, auch schon zu zweit und auch mit anderen Meinungsbloggern und bei Events gesehen, Bruder, Alpha Kevin, privat, bester Mann, da kann ich wirklich nichts zu sagen, so, dass wir öffentlich vielleicht mal ein bisschen aneinander raten, gerade auch bei dem Content, den wir machen, ja, okay, passiert, aber das hat ja nichts mit meiner privaten Wahrnehmung von ihm zu tun, also selbst wenn wir jetzt 20 Videos gegeneinander machen und uns komplett zerstören, hat es ja nicht damit zu tun, dass er privat super korrekt immer zu mir gewesen ist. Sympathisch, komisch, jetzt sind die doch sympathisch. Und ja, es kann sich auch ändern, dass du meinen Menschen vielleicht unsympathisch findest und dann wieder cool. Und ich hatte halt auch mal negative Erfahrungen, während ich auch absolut positive Erfahrungen mit Leuten hatte, die ich erstmal nicht gemocht habe. Und ich wollte das einfach mal loswerden, dass ich auch in dieser Szene einfach gemerkt habe, dass hier viel mehr Zahlen wichtig sind als wirklich der Charakter. Wahrscheinlich hat er mal mit irgendeinem... Bier? ...das einfach mal loswerden, dass ich auch in dieser Szene einfach gemerkt habe, dass hier viel mehr... Aber was heißt denn in dieser Szene? Guck, da schon wieder, in dieser Szene, nein, es ist doch überhaupt nicht so. Bruder, in Jasnero hat mich zum Beispiel bei meinem Skandal... Hat er mich zum Beispiel damals sogar gefragt, jo, darf ich ein Video dazu machen, so, ne, weil großes Thema, ne, die Leute erwarten das. Ist ja auch irgendwo halt klar und da habe ich auch gesagt, so, ey... Gerne. Korrekt, dass du überhaupt gefragt hast, beispielsweise. ...wichtig sind als wirklich der Charakter. Wahrscheinlich hat er mal mit irgendeinem kleinen YouTuber irgendwie mal minimal Kontakt gehabt, der Meinungsblogs gemacht hat. Vielleicht Nachmat oder so, keine Ahnung. Mich interessiert das nicht, wie viele Abonnenten du hast. Wenn der klein oder groß ist, juckt mich nicht. Ich verhalte mich nicht anders, ich bin zu jedem gleich, aber du scheinbar nicht und du musst das immer wieder... Bruder, es geht doch einfach darum, dass du eine ganze Szene damit... einordnen möchtest, dass du vielleicht mal mit einer Person daraus geredet hast. Darum geht es mir. So, und natürlich ein kleinerer YouTuber guckt mehr, also achtet mehr darauf, dass die Videos mehr Klicks bekommen, weil er natürlich seine Reichweite erhöhen möchte. So, bei mir zum Beispiel, natürlich freue ich mich, wenn ein Video mehr abgeht, so, aber ein schlechtes Video von mir hat 88.000 Aufrufe, ich glaube, das Chan-Video gerade, nein, ich habe 88 gesagt, ach, Digga, der Nazi sterbe ich schon wieder. So, nur so als Beispiel, so, da muss ich halt nicht jedes Clickbait-Thema mitnehmen oder muss nicht immer das clickbaitigste Thumbnail oder sowas machen. Jemand, der aber pro Video vielleicht nur 20.000 Aufrufe hat, der ist noch mehr darauf aus, sage ich mal, oder mehr darauf angewiesen, dass vielleicht auch ein Video abgeht, weil der monatlich er vielleicht durch ein gutes Video direkt das Doppelte verdient. So, wisst ihr, wie ich meine? So, bei mir ist halt klar, wenn ein Video abgeht, ich verdiene mehr, ist cool, aber nicht mehr so, dass ich dann so das Doppelte direkt da rauskriege. Und kleinere YouTuber, wenn die nicht so viel verdienen, sind da, glaube ich, noch mehr, also so mehr aus, dass die ihre Reichweite noch viel, viel mehr steigern wollen, ne, weil die halt auch noch nicht so eine Grundreichweite haben oder nur eine kleine Grundreichweite haben, ne, die man noch eher steigern kann, auf jeden Fall. Ich hoffe, man hat verstanden, was ich gesagt habe. Mit viel weniger Abonnenten.
Mit dem hat der mal geredet. Und wenn es so wäre, nehmen wir mal an, wenn es so wäre und so war es nicht. Und wenn ich dann sage, dass ich die unsympathisch fand, was dann? Ist er jetzt kein Mensch mehr? Und bezieht das jetzt einfach auf die komplette Szene, obwohl er da überhaupt gar kein Teil von war und mit den meisten Leuten nicht mal gesprochen hat. Er macht das bei allen, tu ich doch gar nicht. Ich sage doch nicht alle, ich sage einfach einige. Doch, du hast es schon mehrmals verallgemeinert. Du musst doch nicht jedes Mal in diesem Kackvideo sagen, außer paar Ausnahmen, die sind natürlich nett, außer paar Ausnahmen, die sind wirklich... Nein, Bruder, es geht aber einfach darum, dass so die Meinungsblogger-Szene, nehmen wir mal seine ganzen Leute dazu, sagen wir mal, 20 Leute in Deutschland machen Meinungsblogs, ja? Auch für Oxcard, ich meine auch, die mit ausländischen Wurzeln, die gehören auch dazu. So, nehmen wir mal an, du hast mit 2 Leuten geredet. Oder sagen wir 3. Und du machst ein Video, die dunkle Wahrheit über Meinungsblogger. Allein, wenn der Titel schon so ist, dann meinst du doch alle. Du meinst doch die komplette Szene, sonst hättest du das Video ja nicht so allgemein genannt. Und ja, die dunkle Wahrheit über einige Meinungsblogger kommt vielleicht clickbait-technisch da nicht mehr so krass rüber, wäre aber zumindest realistischer. Und es ist ja auch keine dunkle Wahrheit, weil es ist ja auch keine Wahrheit, dass wir Meinungsblogger so sind. Also der Titel ist schon komplett falsch gewählt. Du machst halt einen dummen Clickbait-Titel und wunderst dich dann, dass Leute den Titel für ernst nehmen oder was? Ey, Digga, Oxcard ist wirklich... Außer die natürlich. Über die kann ich nichts Schlechtes sagen. Bro, ist doch selbstverständlich, dass ich nicht alle meinen kann. Ich kenne doch auch nicht alle. Und ich wollte auch nie ein Teil der Meinungsblogger-Szene sein, weil ich einfach objektiv sein wollte und nicht zum Beispiel, wie du es jetzt zum Beispiel bei Montana Black machst. Ach, Digga, wie oft will der Montana Black eigentlich? Schön am Arsch hängst und jetzt immer positiv über ihn redest und dich nicht mehr traust, einfach auch mal beim Skandal von ihm ein Video zu machen. Welcher Skandal? Mann! Junge, es gibt gerade keinen Skandal von Monte! Junge, willst du mir sagen, dass die Leroy-Sache ein Skandal gewesen ist, oder was? Oh, Junge, halt deine Schnauze, Alter. Wirklich, ich raste hier bald aus, ey. Junge, Alter. Junge, Hauptsache... jetzt Montana Black Trinkspiel draus machen. Junge, das ist so dumm. Es ist so abnormal dumm, wirklich. Es triggert mich so unnormal, was der für eine Scheiße labert, Alter. Welchen Skandal? Weil der dann wieder den Kontakt Junge. Mit dir abbricht, wie der das schon mal gemacht hat. Wie unsere komplette Szene einfach absolut in den Dreck gezogen wird, weil er wahrscheinlich sauer ist, weil er damit keinen Erfolg hatte und einfach irgendwelche haltlosen Vorwürfe rausgehauen werden. Digga, es triggert mich so krass. Nach dem Video werde ich den Stream beenden. Ich mache Digga sofort das Video gegen den, Alter. Du weißt auch nicht, mit welchen Leuten ich Kontakt hatte. Dieser Zirkel, den du aufgezählt hast, ihr seid nicht die Einzigen. Rafft das doch mal. Es gibt zahlreiche andere Meinungsblogger. Dann nenn das Video nicht die dunkle Wahrheit über... Meinungsblogger. Vor allem, dass du dich angesprochen fühlst, kann ich verstehen. Aber die anderen, die erwähne ich doch namentlich nicht. Warum beziehst du die mit? Vielleicht meine ich ganz, ganz andere Leute. Dann nennen sie doch. Wen allerdings meinen könnte, dass... Hä? Also ich hab ja jetzt nicht explizit von Leuten. Die dunkle Wahrheit über die Bayern-Spieler. Hä, Müller, warum regst du dich auf? Also ich habe dich doch gar nicht explizit angesprochen. Ich kann ja auch jeden anderen Bayern-Spieler meinen. Ach, Digga, halt's Maul, wirklich. Klarer. Und zum Beispiel gab es ja auch mal diese Sache mit diesem Tobias Huch. So kann man den ja auch beim Namen nennen. Ey, dann telefonierst du mit dem Typen und ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich telefoniere einen Tag vorher mit dem Typen und dann am nächsten Tag macht er ein Video. Dankeschön für die 24, für eine schalldichte Kabine, danke sehr. Wir haben genau hier hinter so einer Aufnahmekabine. Ah, also geht das ganze Video eigentlich nur über Tobias Huch oder wie soll ich das jetzt verstehen? Das ist halt wirklich der einzige Name, der da gedroppt wird und mit dem hat er ja auch wirklich geredet. Tobias Huch erwähne ich aus einem Grund, weil er öffentlich ein Video gegen mich gemacht hat und ich eigentlich nur erklären wollte, wie hinterhältig er ist. Wenn man mit jemandem ein paar Stunden vorher telefoniert und man schon den Eindruck hat, dass er eigentlich korrekt ist und dieser ein Video macht, weil ich vermeintlich einen Fehler gemacht habe. Ich habe mich falsch ausgedrückt, ich habe ein Video darüber gemacht, wie ich es wirklich gemeint habe. Ich habe mich sogar dafür gerade gemacht bei Ahmed und gesagt, ey, so und so war das gemeint. Und Tobias Huch hat dafür auch wirklich Schelte bekommen von seiner eigenen Community, wo die meisten sogar selbst gesagt haben, der hat komplett übertrieben und alles verdreht. Und wenn es so gewesen wäre... dass man es auch hätte anders lösen können, zumal du meine Nummer hattest. Es ging damals darum, dass Oxcard sehr weirde Anschuldigungen über Ahmed gemacht hat in Bezug zu seinen Eltern. Und da ist es doch absolut in Ordnung, dass wenn du das öffentlich machst, dass auch nach einem privaten Gespräch noch ein Video kommt, um diese Aussagen richtig einzuordnen. Und natürlich kann er auch Videos über mich machen, aber mich so darzustellen und so eine Fitna zu fahren... Ja, ich müsste mir das alles nochmal angucken. Und so ich weiß, dass ich damals, glaube ich, eher hinter Tobias Huch stand auf jeden Fall. Tim, sei mal ehrlich, schieß mal diesen Titel. Findest du es auch nicht übertrieben? Bei Tobias geht es einfach drüber hinaus. Es geht nicht nur um diesen persönlichen Kontakt. Und das will ich hier mal klarstellen. Es geht vor allem darum, dass dieser Typ eine Agenda hat. Er reagiert auf Gossip-Themen, YouTuber-Themen. Er war mal FDP-Politiker, by the way.
Er reagiert auf irgendwelche Skandale, weil die halt eben krasse Klicks bringen. Und mit diesen Klicks und Abonnenten, die er dadurch erntet, spreadet er seine schlecht recherchierten Informationen an die Öffentlichkeit und betreibt eine Art Propaganda. Beispielsweise könnt ihr das Video von den Grenzgängern sehen, die ausgiebig über ihn geredet haben. Da bin ich nicht drin, da kann ich nichts zu sagen. Und auf ein Video reagiert haben von Kaya Jana, beziehungsweise auf das Video von Tobias Huch. Dieses hat Tobias Huch sogar rausgenommen, weil das Video scheinbar... Daraufhin zeigten wir ihn in diesem Video. Jetzt hat er unser Video sperren lassen. Also erstmal kann er das so nicht sperren lassen, das wäre wenn Urheberrecht, Verleumdungsbeschwerde, da muss ja schon mal irgendwas Rechtliches auf jeden Fall vorliegen, ne? Aber doch zu krass war für ihn. Er hat es geclaimed. Überleg mal. Und das macht Tobias Huch nämlich gerne. Er reagiert nicht auf Videos, sobald man ihn argumentativ fertig macht. Ob es jetzt in Ordnung war, dieses Video zu droppen oder nicht, können wir halt auch aus der Ferne gar nicht richtig beurteilen. Denn erstmal wissen wir gar nicht, wie das Gespräch gelaufen ist. Es kann auch sein, dass das Gespräch sehr negativ gewesen ist und er deswegen dieses Video gedroppt hat. Oder es wurden ganz andere Sachen besprochen. Auch dann wäre es ja komplett in Ordnung, dass er das Video dann gemacht hat. Oh nein, es war nicht negativ. Er hat mir zunächst einmal Props gegeben für mein Video, welches ich über Jessica gemacht habe, weil sie von irgendwelchen TikTokern verarscht wurde. Ich bin da nicht drin, er hat keine mir Ahnung. Seine Nummer gegeben oder wollte meine Nummer und wir haben telefoniert. Der Eingangspunkt war so positiv. Und diese Leute haben um ein Vielfaches mehr an Abonnenten und Klicks. Aber trotzdem geht es ihnen nicht nur darum so, wisst ihr? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil einfach niemand Bock auf dich hatte aus unserer Szene. Ach, Bro, wo du meinen Shitstorm hattest, da wollte auch niemand mit dir chillen. Da waren auch alle Buhmänner, alle YouTuber, Fähnchen im Wind, wie du es damals gesagt hast, beispielsweise über Montana Black, Unge und so weiter und so fort. Da waren die alle scheiße für dich. Wenn du solche Probleme ja, guck mal, das ist halt genauso auch, wie er zeigt. So, guck mal, ich war mit Monte die ganze Zeit cool. Monte hat sich mit mir getroffen. Wir haben ganz, ganz selten nochmal geschrieben. Alles war cool. Und dann habe ich das Casino-Video hochgeladen und dann plötzlich auf einmal nichts mehr. Monte ist einfach ein Fähnchen im Wind. Monte ist genauso wie ABK, der will sich nur mit Ja-Sagern umgeben. Der hat gar keine Lust auf Leute wie mich, die ihn kritisieren, mit denen er dann irgendwie cool ist oder so, weil er darauf keine Lust hat. Man ist so lange mit Monte cool, wie man einfach nur sein Maul hält und ihn nicht kritisiert. Weil die alle gehen. Ja, Bro, vielleicht sollte man aber auch den ganzen Kontext einblenden und nicht nur irgendeinen Clip aus einem Video. Ich habe mit Monte darüber geredet. Er hatte nichts dagegen, dass ich dieses Casino-Video gemacht habe. Wie alt war das Video? Irgendwann Anfang 2022 müsste das gewesen sein. Also ungefähr 1,5 Jahre, Pi mal Daumen, glaube ich, das war. Oder 22, eins von beiden. Oder ein Jahr ist es auf jeden Fall her. So, das Ding ist, ich habe mit Monte da nochmal darüber geredet. Es ging ihm nicht darum, dass ich dieses Casino-Video gemacht habe per se, sondern darum, dass ich da Sachen reingepackt habe, weswegen er Probleme hätte haben können, also rechtliche Probleme, die dazu auch noch falsch gewesen sind. Das Problem war nicht, dass ich das Video hochgeladen habe, sondern was er sich gewünscht hätte, ist, dass ich vorher mit ihm darüber rede, wenn es halt auch um rechtliche Fragen geht, weil dadurch einfach Aussagen im Video gewesen sind, die falsch waren. So, und das ist das, warum der abgefuckt gewesen ist, und das kann ich auch verstehen. Wenn jetzt jemand ein Video über mich hochladen würde und der würde mich da in rechtliche Schwierigkeiten bringen, aber die Aussagen, weswegen ich diese Schwierigkeiten bekomme, sind halt falsch und ich habe auch noch Kontakt zu der Person und die hätte mich einfach schnell fragen können, wie es aussieht und ich das dann trotzdem mache, ist halt nicht korrekt, ne? Also da kann ich ihn halt komplett verstehen. Und das haben wir schon geklärt, das habe ich auch in etlichen Reactions gesagt oder in irgendeinem Video habe ich das, ich glaube zu irgendeinem Ahmad-Video habe ich das auch mal gesagt, weil der Vorwurf da auch schon gekommen ist. Ja, Bruder, hast du mal wieder deine Aufgabe nicht gemacht, ne? Dafür, dass du so unparteiisch oder objektiv sein möchtest, ne? Ziemlich parteiisch gewesen. Jetzt bist du der Coole, jetzt bist du wieder beliebt. Jetzt mögen dich alle wieder. Jetzt kannst du wieder so überheblich reden. Ja, bei weitem mögen mich nicht alle, aber gut. Das ist Hochmut, mein Freund. Komm mal runter wieder. So, ich habe noch nie einen YouTuber, der groß war, gesagt, lass mal zusammen Videos machen. Noch nie. Das werde ich auch niemals machen, außer der Typ will das selber machen. Ach so, du hast also noch nie einen größeren YouTuber nach einer Koop gefragt. Okay, und was sollte dann diese Nachricht hier an mich? Jo, Tim, irgendwie bist du ja mega clinch mit dieser ganzen... YouTuber-Bubble. Und ich hätte da einfach eine Idee. Du wolltest ja einen Live-Talk. Und ich dachte, es wäre mal cool, so eine Art Interview zu machen. Also, statt nur per Discord, stattdessen live. Den Weg würde ich auf mich nehmen und natürlich auch alleine kommen. Hättest du Bock? Krass, wie du noch nie einen großen YouTuber angeschrieben hast, ob er mal ein Video mit dir dreht. Also, erstmal die Vorgeschichte zu dieser Nachricht. Wieso habe ich das überhaupt geschrieben und wie kam es dazu? Zufälligerweise war ich bei Twitch online. Da habe ich gesehen, dass er mit Hisham online war und ich fand es irgendwie interessant, bin da reingegangen. Auf jeden Fall haben die sich richtig gebieft. Und Hisham hat leider keine gute Figur bei dieser Diskussion gelassen, ist ja, ausgerastet, wurde beleidigend und sonst was. Und nagel mich nicht darauf fest, ich kann mich nicht 100% erinnern, hat KuchenTV sowas wie
ja, mit diesen Leuten kann man gar nicht reden, bla bla, ihr seht ja, was er macht und bla 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 bla. Und ich fand es irgendwie schade, weil irgendwie mit KuchenTV sich kein Ausländer eingesetzt hat und über gewisse Dinge geredet hat. Ob es der Islam ist, ob es darum geht, was für Videos er damals gebracht hat über die AfD und wie verletzend vielleicht teils Videos für eine Reihe. Also ich habe nie von den Leuten im Sinne von Ausländer oder sonst irgendwas geredet, sondern halt Hisham und so. Das sind halt Leute, mit denen du nicht reden kannst, also die aus der Bubble kommen, Abdel und so. Sind. Und ich dachte mir in diesem Punkt, ich habe so viele Videos gemacht, es wäre eine coole Idee, sich mal live zu battlen, beziehungsweise ein Interview zu führen mit kritischen Fragen. Es ist keine Koop, wie er es darstellen möchte. Zumal, muss man auch dazu sagen, KuchenTV in der Zeit noch einen Shitstorm hatte, die meisten Videos von ihm noch gedisliked wurden oder er generell in der Öffentlichkeit nicht gut dastand. Zu dieser Zeit habe ich ihn angeschrieben. Och Bruder, das ist doch jetzt, also trotzdem hättest du doch deine Reichweite dadurch gezogen. Also gerade ein kritisches Interview mit KuchenTV zu der Zeit hätte doch Klicks bekommen. So, jetzt sich jetzt rauszureden mit, ja, das ist ja keine normale Koop oder sowas gewesen. So, ja, es ist jetzt nicht so, dass man sich trifft und einen Meinungsblock zusammenstellt und cool miteinander ist, sondern natürlich hätte er mir kritische Fragen gestellt. So, aber gerade zu dem Zeitpunkt hätte das weißt du doch selber, dass das durch die Decke gegangen wäre, Digga. Das ist doch klar. So, da sitzt ein KuchenTV, den keiner mag. Dann sitzt da vielleicht von mir aus auch eine ausländische Person. So, da gibt bestimmt viele Leute, so, die mich nicht mögen. Hat ja auch von der Bubble gesprochen, ne, von der K-Bubble beispielsweise. So, da wären bestimmt viele drauf angesprungen, hätten vielleicht drauf reagiert oder so. Also, das ist doch klar, dass es trotzdem Reichweite bekommen hätte. So, und jetzt zu sagen, ja, aber du warst ja nicht beliebt, deswegen ist es okay, dich zu fragen. So, Bruder, du. Und wenn wir alle. Es ist doch trotzdem eine Kooperation. Man kooperiert doch trotzdem miteinander. Auch wenn es keine normale Kooperation ist, dass wir diese Challenge drehen, ein Interview ist auch eine Koop. Wäre es doch schlauer, wenn ich jetzt zu jemandem komme und ihm jetzt sage, wo es bei ihm wieder läuft und er viele Klicks macht und so weiter und so fort. Nee. Ey Bro, lass mal kooperieren. Lass mal zusammen was machen. Und dann müsst ihr auch vorstellen, habe ich auch kurz danach immer noch Videos über KuchenTV gemacht. Ich habe ja nicht damit aufgehört und dann kann man ja schon sehen, meine Intention war jetzt nicht ABF mit ihm zu werden, aufgrund dieses... Bruder, du hast gesagt, du willst cool mit ihm sein. Du hast gesagt, du hast noch nie eine größere du hast nicht gesagt, dass du cool mit jemandem sein willst, sondern dass du noch nie jemand nach einer Koop gefragt hast. Und hast du doch. Interviews. Ich wollte mich einfach mit ihm treffen und ich wollte auch Heikel mitnehmen, weil er der Freund von ABK ist. Und da war ja dieser große ABK-Beef. Aber ich komme alleine, okay? Hat es dann nicht geklappt, bla bla, traurigerweise. Und ich habe mich auch nicht daran gehangen, sage ich euch ehrlich. Ich habe jetzt nicht versucht, das unbedingt hinzukriegen. Und irgendwann hat sich das eben verlaufen. Ich hätte es aber cool gefunden, weil ich hätte schon einige Fragen an dich gehabt und die hätte ich gerne beantwortet gehabt. Aber ja, so ist das eben. Und ich muss sagen, im fortlaufenden Gespräch war der eigentlich relativ sympathisch und er hat mir nicht den Eindruck gegeben, dass er keinen Bock drauf hätte. Und es ist einfach lächerlich, wie du jetzt... Oder es geht nicht darum, ob ich Bock darauf habe oder nicht. So, ja, ich hatte damals Bock darauf. Ist ja auch cool für mich, wenn man mal in Interviews mit Leuten geht, die einen etwas kritischer eingestellt sind. So, ne? Das hätte ich cool gefunden, gar keine Frage. Es geht mir auch, ich finde, es ist ja auch nicht schlecht, jemanden nach einer Koop zu fragen. Also ich frage bei Kaffee und Kuchen auch Leute an. Das ist ja nichts Negatives. Und so, aber ich finde es halt weird, wenn man ein Video gegen eine ganze Szene macht und ja, die gucken nur auf Klicks und so weiter. Ich habe noch nie einen größeren YouTuber nach einer Koop gefragt, du mich aber gefragt hast. Das ist ja eine Lüge. So, du versuchst durch Lügen dich sympathisch an diesem Video darzustellen und deswegen habe ich diese Nachricht gezeigt. Ich gerade versuchst so eine große Sache. Ich finde es auch lustig, dass ich eine Nachricht zeige und er unseren kompletten Verlauf. Also mir ist es halt egal, so soll er machen, ne? Aber es ist halt schon weird, dass er sich mehrmals drüber beschwert und dann zeigt er alles so, hä? Sache drum zu machen, obwohl ich einfach nur. So, Tobias Such hat übrigens noch was Statement zu seiner Sache da. Der Lügner schon wieder, um es mal klarzustellen. Er hat mit mir kurz telefoniert, es ging null um seine Videos. Auch da war sein ekelhaftes Video gegen Ahmad und seine Familie nicht online. Er hat davon auch nichts gesagt. Das kam einen Tag später, das ist schon wieder, hat Ahmad sehr getroffen. Spontan über ein Thema geredet habe. Vor allem, wo ich den Leuten einfach mitgeben wollte, macht doch auch mal was Positives. Versucht euch mal nicht nur mit Negativität zu beschäftigen. Versucht mal wieder eigenen Content auf YouTube zu bringen. Statt nur Reactions, Meinungsblogs, zu Hause rumsitzen und so weiter und so fort. Das war die Message des Videos und es geht nicht darum, dass ich irgendwie tausend andere Leute bashen wollte, sondern einfach von meiner Erfahrung berichten wollte. Es ist ein subjektives Video und das ist mein Recht, das zu tun. Vielleicht solltest du auch mal nach Jahren YouTube mal einen Urlaub gönnen und einfach chillen und einfach mal auch Gedanken machen, was das Leben
außer YouTube und Klicks noch hat. Und ich denke, dieses Video wird überlänger. Bruder, das sagst du einem Familienvater, also der trifft irgendwie nicht so wirklich. Ich wollte das einfach mal klarstellen und der Meinung bin, dass viele Sachen falsch in die Öffentlichkeit getragen werden, werde ich es glatt bügeln und das mache ich jetzt mit dem Video. Ja, also wie gesagt, absolut wackes Video, triggert mich extrem auf jeden Fall. Ja, Digga, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich, das triggert mich so hart. Also wirklich, das ist so ein dummes Video, selten gesehen, ey.